Das jährliche Halloween-Update ist draußen, pünktlich wie immer. Und ja, Skelettfallen gibt's neu. Dann gibt es einen vierten Minenwerfer, den habe ich noch nicht mal gebaut, weshalb auch immer, keine Zeit. Ja, hier haben wir ihn für Ratasacht, beides. Und dann gibt es auch kurzfristige Dinge wie... Ja, coole Animationen von den Stämmen und so. Aber es gibt auch einen zweistündigen Spell Factory Boost, Zauberspruchfabrik Boost für nur ein Gem. Und da dachte ich, machst ein Video, ein Tipps und Trick Video Nummer 2 über Boosten. Genau, und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar, heute will ich euch zeigen, so wie kann man effizient boosten, um möglichst wenige Gems zu vergeuden. Oder ja, es ist nicht vergeuden, aber was soll's. Auf jeden Fall muss man sich immer im Klaren sein, wie man denn genau angreift. Denn man kann mit Zauberspruchfabrik, dunkle Kaserne, Helden könnte man auch boosten. Dann und die normalen Kasernen. Und wenn man alles boosten würde, würde man 71 Gems brauchen für 2 Stunden. Also mit der Aktion hier. Aber ich glaube, das ist nicht super sinnvoll, wenn man zum Beispiel nur mit Borch angreift. Da braucht man zum Beispiel die dunklen Kasernen nicht, die Spells zum Beispiel auch nicht und der Held auch weniger. Also gesehen, wäre es hier sinnvoller, nur die Kasernen auszubauen, kann man alle 5 Minuten angreifen und das günstigste, also boosten würde ich dann möglichst nach einer Wartung zum Beispiel oder so ganz früh am Morgen, ganz spät am Abend, wenn einfach der Loot super ist. Ja, das ist das einfache Beispiel. Da würde man 40 Gems brauchen und... Hey, ich habe sowas erhalten. Halloween-Grabstein, merke ich gerade. Nee, und das habe ich mal gemacht, wirklich. Ich habe mit meinem Maynack hier, mit Zorni und mit Zorni LP, meinem Twink, habe ich wirklich 2 Stunden alle 4 Kasernen geboostet und mit Borch angegriffen. Und ja, mit dem Zorni Main Arc bin ich auf 29 Raids gekommen. Insgesamt 4,34 Millionen Gold und 2,89 Millionen Elli und 1,700 Deli. Also ich bin ziemlich zufrieden damit. Also 29 Raids für 40 Gems und sonst hätte ich vielleicht, ja, 8. Und ja, ich war dann 2 Stunden ununterbrochen online und gleichzeitig auch mit meinem Twink habe ich es um dieselbe Zeit gemacht. Also ich war wirklich 2 Stunden beschäftigt und der Loot war super, weil gerade eine Wartung war. Mega viel Cash erhalten und viele Welle upgraded. Dann mit dem iPod habe ich 27 Raids und 3,8 Millionen Gold und 3,4 Millionen Ellis und 800 Delis, also ein bisschen besser, also super guter Loot, also ich bin so zufrieden. Und ja, das ist die erste Form, aber jetzt wollt ihr zum Beispiel mit Balloonien. Ihr wollt angreifen mit Balloonien, vielleicht ein paar Trophäen holen, ein bisschen Gold, Ressourcen und so. Und ja, da könnte man auch wieder alles boosten und man hätte 71 Gems ausgegeben. Aber man muss auch so sehen, Balloonien Spells brauchen hier 2 Stunden und die Ballone etwa 1 Stunde und die dunkle Kaserne, ja, 5 bis 10 Minuten. Also ich brauche 20 Ballone, kann man schauen, durch 2, ja, 7,5 Minuten. Das heißt, die dunklen Kasernen muss man nicht boosten, weil man kann rechnen, also eben, Balloonien ohne Spells, sinnlos.
reine Geldverschwendung. Deshalb würde ich sagen, Zauberspruchfabrik muss man boosten und 2 Stunden durch 4 macht 30 Minuten. Das heißt, das Mindeste, was ihr braucht, sind 30 Minuten. Und das heißt, wenn ihr alle 4 Kasernen boosten würdet, ja übrigens, der Held geht bei mir etwa 30 Minuten, also lohnt sich auch nicht zu boosten. Und wenn die Kasernen alle 4 Stück, dann werdet ihr plötzlich auf 15 Minuten. Wenn ihr hingegen nur 2 boostet und dort, ja, wenn ich 30 Ballone habe und ja, ihr macht dann etwa, ihr halt ein 4:1:1 Verhältnis, also ungefähr 6 Ballone, nee, oder? Nee, jetzt habe ich nicht gut, etwa 11 Ballone bei den Geboosteten und 4 bei den anderen, kommt man auch etwa auf eine halbe Stunde. Sollte sein. Und ja, dann kann man für... Oh mein Gott, das habe ich mir vorhin nicht rausgerechnet. Super. Kann man für 21 Gems doch anstatt einmal pro 2 Stunden doch 4-mal angreifen. Und ja, würde ich sagen, lohnt sich doch eher. Natürlich kommt man nicht auf 30 Raids wie Borch oder so, aber man kann natürlich auch einige bessere Base angreifen. Und ich würde es einfach so machen, rechnet euch den Müll aus. Ist zwar, es tönt zwar unnötig und so, aber ihr spart wirklich ein paar Gems. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, ich habe bald, habe ich 5er Truppen hier. Es geht noch 3,8 Tage. 3 Tage, 8 Stunden. Und dann habe ich mal vor, oder wenn ihr auch 5er Truppen zum Beispiel habt, können wir wirklich mal 2 Stunden lang gleichzeitig einfach boosten und dann ein Battle machen, wer mehr Gold holt. Ja, wäre sicher lustig. Schreibt einfach mal, können wir einen Termin abmachen, aber ich glaube, müssen wir irgendwie schon skypen oder so, weil sonst ist es langweilig. Aber auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Ciao, Leute.